Nee. Grüß Gott, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und dass Sie sich für den Kräutergarten interessieren. Mein Name ist Davida Gerhild Düring. Ich bin Referentin in der KZ-Gedenkstätte und mein Fachgebiet ist dieser Ort. Der Kräutergarten oder wie ihn die Häftlinge des Lagers auch nannten, die Plantage. Und allein an den unterschiedlichen Worten, die benutzt werden, sieht man auch eine unterschiedliche Gewichtung. Aber noch deutlicher hat es ein Häftling mal ausgedrückt, indem er schlicht sagte, das hier, das ist der Sklavengarten Himmlers. Himmler war als Reichsführer SS auch Chef all ihrer wirtschaftlichen Einrichtungen. Das wird Sie vielleicht wundern. Aber die SS war auch ein riesiges wirtschaftliches Unternehmen. Und ab 1942 waren diese Unternehmen zusammengefasst in der Amtsgruppe W, W wie Wirtschaft, des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamts. Dieses Wirtschaftsverwaltungshauptamt war wiederum aufgeteilt in 5 Ämter, A, B, C, D und W. D, das war das Konzentrationslagerwesen unter der Leitung von SS-Obergruppenführer Richard Glücks. Nach Eike kam er. Und W, die Wirtschaftsbetriebe, unter der Leitung von Obergruppenführer Oswald Pohl, der nebenbei auch Chef des gesamten Wirtschaftsverwaltungshauptamts war. Diese Wirtschaftsbetriebe waren aufgeteilt in 8 Fachbereiche. W1 war zum Beispiel Steine, Erden, W6 war Leder und Textil, W5, und das ist jetzt für uns wichtig, umfasste die Land-, Forst- und Fischwirtschaft, und zu dieser Gruppe W5 gehörte auch die Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung mit ihren 30 Betrieben. Sie finden also die DVA in Auschwitz, in Buchenwald, in Ravensbrück, auf dem Gut Komturei, Birkentin in Mecklenburg, im Brettsteintal, verteilt. Aber der größte Betrieb, und das macht hier unser Dachau auch so besonders, der war hier. Und das, was sich davon erhalten hat, es ist etwas rudimentär. Aber es hat einen ganz besonderen Zauber. Lost Places, sagt man heute. Das, was sich davon erhalten hat, das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Und im Weitergehen komme ich nochmal auf den Begriff Himmlers Sklavengarten zurück. Sklavengarten,
Das weiß jeder, der größte Kostenfaktor eines Unternehmens, das sind die Personalkosten. Einfache Rechnung. Weniger Personal, höherer Gewinn. Sie erinnern sich noch, Amtsgruppe D, Konzentrationslagerwesen. Das heißt, Chef Oswald Pohl hatte somit auch Zugriff direkt über sein Amt zu den Häftlingen. Er konnte über sie frei verfügen. Alle Wirtschaftsunternehmen der SS bedienten sich der Sklaven des Konzentrationslagers. Und das war auch gar keine heimliche Sache. Ich müsste mal jetzt eben an ein Buch. Wenn du vielleicht mal hier kurz dem Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Heinrich Himmler, dem tatkräftigen Förderer der deutschen Heilpflanzenkunde, der Kräutergarten. Und hier steht jetzt, die größte Anlage befindet sich in der Nähe von München. Hier, wie allerorts, wo ähnliche Betriebe sich befinden, fanden im reichlichen Maße Schutzhäftlinge Gelegenheit, in freier Natur sich nützlich zu betätigen. Verdanken doch gerade die Heilkräutergärten der Schutzstaffel ihre Entstehung hauptsächlich der Notwendigkeit, Schutzhäftlinge in leidlicher Zahl beschäftigen zu müssen. So hängen die Dinge also auch zusammen. Dass Sie mal kurz eine Vorstellung haben, wo wir uns hier bewegen. Schauen Sie sich kurz ein. Das ist heute die Gedenkstätte, der ehemalige Bereich der Häftlinge des Konzentrationslagers, das Schutzhaftlager. Gelb eingefasst der SS-Bereich. Und hier nur in Teilen vorhanden, das ist der Kräutergarten, die Plantage. Und wir sind jetzt ungefähr hier. Die Gewächshäuser haben Sie gerade teilweise schon gesehen. Und dann habe ich noch eine bunte Aufnahme. Wozu ich aber sagen muss, die ist nach 45, aber die macht es einfach deutlich. Jetzt das ehemalige Häftlingslager als Flüchtlingslager. Und hier, das ist die deutsche Versuchsanstalt, das ist die Plantage. Dieses Gebäude gibt es nicht mehr. Das ist das alte Gerätehaus mit Werkstätten. Und wir sind jetzt hier. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute etwas zeigen kann, was sonst nicht so möglich ist. Ich habe nämlich eine Sondergenehmigung der Stadt Dachau und so können wir in den Bereich der Gewächshausanlagen richtig reingehen und uns das von der Nähe anschauen. Wir haben eine Frage dahinter. Okay. Wer war der Verfasser des Buches über den Kräutergarten?
ein Herr Schenk. Ich zeige gleich noch mal das Deckblatt. Okay. Ich brauche mal eben Hilfe. Komm mal durch. Könntest du das zumachen? Schaffst du das? Ja. Und gib mir mal das Buch. Die Verfasser waren Dr. Becker, Arzt und Apotheker, sowie Richard Lukas, Gartenmeister, der auch hier für Dachau eine immer wieder wichtige Rolle spielt. Wie im gesamten Ernährungs- und vor allem Heilkräuterwesen der SS. Ja, und hier gehen wir jetzt vorbei an Verbindungsbauten zwischen zwei Gewächshäusern. Auch hier der Zahn der Zeit. Die Natur holt es sich teilweise wieder, das Moos wächst. Kaum noch Glas vorhanden. Den Schlüssel brauche ich noch mal. Und jetzt machen wir eine weitere Tür auf. Und da haben Sie einen exklusiven Blick in das große Gewächshaus. Sie sehen auch eine Teilung. Ich werde nachher noch mal darauf hinweisen. In der Mitte ist eine Tür. Das heißt, es war möglich, zwei Temperaturzonen zu schaffen. Man erkennt mit etwas Fantasie noch die Ablage für den großen Pflanztisch in der Mitte und unter dem Dach die Hängeregale als Ablage. Stellen Sie sich einfach vor, da stehen jetzt Geranien und Ranken runter. Die Rohre für die Temperierung. Das war jetzt gut inszeniert. Dann mache ich wieder zu. Und wir gehen weiter entlang. An dem großen Gewächshaus. Und jetzt schauen Sie. Das ist der Teil des Gartens, der noch da ist. Richtig jungfräulich, das Gras wächst, der Löwenzahn fliegt. Dieses kleine Gebäude, das Sie gerade sehen, das ist das Heizwerk gewesen. Es erscheint etwas unlogisch, denn es ist am Rande der Anlage. Es ist zu vermuten, dass eine Erweiterung geplant war und dann hätte es zentriert in der Mitte gestanden. Jetzt gehen wir außen an dem Gewächshaus entlang, in das Sie schon einen schönen Blick werfen konnten.
Hier erscheinen auf der anderen Seite die ersten Überreste der Frühbeete. Eine Frage. Ja? Die Kirsten fragt, warum das Gelände hier in so einem erbärmlichen Zustand ist. Es sind doch wichtige, original erhaltene Zeugnisse. Wir sind in der unglücklichen Lage, Prioritäten setzen zu müssen. Aber es sind ganz große Überlegungen, dieses Gelände jetzt auch in die Gedenkstättenarbeit einzubauen. Ein etwas verfülltes Wasserbecken. Das Kippfenster zur Lüftung ist geöffnet. Anhand der Gewächshäuser ist gut zu erkennen, dass hier einmal gegärtnert wurde. Mit etwas Fantasie erkennt man weiter die Umrandung der Frühbeete mit den Glasabdeckungen, die so ordentlich aufgestapelt sind, dass man den Eindruck haben könnte, es geht morgen weiter. Überwiegend ist alles noch so, wie es 1940 angelegt wurde. Was ist hier gewesen? Und wie wurde dieser Ort genutzt? Die Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung hatte folgende Ziele. Erstens, die planmäßige Erforschung und Anbau der in Deutschland wachsenden Heilkräuter im Interesse der deutschen Volkswirtschaft. Zweitens, die Versorgung des deutschen und ausländischen Marktes mit deutschen Drogen. Also hier in Dachau baute man Kräuter an, um auch daraus im pharmakologischen Sinn Drogen herzustellen. Haltbar gemachte Teile von Pflanzen. Diese wurden als Tees, Grundsubstanzen für weitere Arzneien oder Gewürzmischung weiterverarbeitet. Von der Aussaat bis zum Verkauf und Versand passierte alles hier in Dachau. Zuerst musste aber der Moorboden urbar gemacht werden. Mit den einfachsten Hilfsmitteln. Anfänge gab es bereits 1935. 1938 begann man großflächig auf einem 7,5 Hektar großen Gelände. Hans Schwarz, ehemaliger politischer Häftling, war von 1938 bis 1944 in Dachau inhaftiert. KPÖ-Mitglied und Lagerschreiber im KZ. Und er berichtet über diese Zeit. Ein öder, mooriger Boden empfing uns, als wir an einem nebligen Aprilmorgen hinaustrabten, mit Spaten bewaffnet, um an die Kultivierung des Bodens zu gehen. Zuerst mussten wir kilometerlange Drainagekanäle ziehen, den Boden umstechen. Beete werden angelegt, die Erde herangekarrt. Millionen Blut- und Schweißtropfen wurden vergossen. Im ersten Jahr hat das Kommando 107 Tote, die an Ort und Stelle vor Erschöpfung zusammengebrochen oder die Quälereien einfach nicht mehr ertrugen und über die Postenkette gingen.
Die Plantage fraß ihre Opfer. In den beiden ersten Aufbaujahren soll es 429 Tote gegeben haben. Dass diese menschenunwürdigen Methoden bekannt waren, belegt eine Anordnung Oswald Pohls aus dem Jahre 1941, nämlich, dass Führungen durch den DVA-Betrieb Dachau ohne seine schriftliche Genehmigung oder die des Reichsführers SS verboten sind. Nicht einmal der Kommandant des Lagers Dachau durfte hohen SS-Führern die Anlage ohne diese Genehmigung zeigen. Wir stehen jetzt vor Glashaus 4. Insgesamt gab es 6. Zwei große Glashäuser haben sich noch erhalten. Glashaus 4 und nebenan Glashaus 3. Die großen Glashäuser sind 6 Meter breit und 30 Meter lang. Und dann kam etwas später noch 2 kleinere hinzu. 3 Meter breit und 50 Meter lang. Ich brauche diesen Grundriss mit diesem Rosa. Ja. Um Ihnen das noch mal etwas deutlicher zu machen, hier ein einfacher Plan, wo sehr schön die 4 Gewächshäuser zu erkennen sind. Das war der Weg, den wir gerade lang gegangen sind. Hier sind wir ums Eck und vor diesem Gewächshaus stehen wir. Danke. Und das sind die beiden kleineren, längeren. Und das ist das schon erwähnte Heizhaus. Diese Glashäuser hat das Unternehmen Mehlhorn aus Sachsen gebaut. Es war damals das Beste vom Besten, das Exklusivste, was es auf dem Markt gab. Bis vor einigen Jahren standen auch im Botanischen Garten in München stand noch ein Mehlhornhaus. Wir haben eine Frage da wieder. Ja? Wer wurde ausgewählt, um hier zu arbeiten? Auf die Frage gehe ich gleich noch ein, wenn ich genau beschreibe, welche Häftlinge hier gearbeitet haben. Wenn das dann nicht erschöpfend war, bitte nochmal nachfragen. Das Besondere an diesen Mehlhorn-Gewächshäusern war, dass ein besonders teures, widerstandsfähiges, hartes Tropenholz verwendet wurde. Bis heute gibt es es teilweise noch. Und zwar hat dieses Tropenholz sehr gut auf die Temperaturunterschiede von innen und außen reagiert. Und somit sind die Glasfenster nicht so häufig gesprungen. Das war amerikanisches Redwood-Holz, eine Sequoia-Art. Ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, wenn Sie da noch mal so reinschauen, sehen Sie diese Trennwand? Man konnte also 2 Temperaturzonen herstellen. Der Betonboden der Häuser war beheizbar, zumindest der großen. Zur Wasserversorgung gab es Wasserbecken
Auch deren Wasserführung konnten durch zusätzliche Heizleitung temperiert werden. Die Einrichtung ist hier noch gut nachvollziehbar. Links und rechts Pflanztische, 90 hoch und 1 Meter breit. In der Mitte sind sie doppelt so breit und darüber die Hängegestelle für weitere Stellflächen. Wo ist er? Klein. Hatten wir doch vorhin schon. Und hier sehen Sie einen Pflanztisch mit Häftling. So sah es aus, als die Häuser in Betrieb waren. Es gab einen mechanischen Sonnenschutz. Oben ist das noch wie so ein Rollo aufgedreht. Auch dieses edle Sequoia-Holz. Und das Ganze wurde dann mechanisch bedient mit Hilfe einer Handkurbel. Die Glashäuser 1 und 2 waren für Leerkulturen gedacht. Die sind leider nicht mehr vorhanden. Hier wurden die Pflanzen für die Schaubeete gezogen. Glashaus 3, Blumenzucht. Und hier arbeiteten ab 1942 überwiegend polnische Priester. Da gibt es noch eins. Das war nur Papier. Wir haben eine Frage. Ja. Die hohe Todesrate auf der Plantage, war das wegen der Urbarmachung des Moorbodens? Wie kam es zu der hohen Todesrate? Die hohe Todesrate ergab sich durch die schwere körperliche Arbeit. Vor allem, dass die Arbeit draußen stattfand. Jeder von uns weiß, wie man sich nach einem Tag Gartenarbeit fühlt. Die Ernährungslage der Häftlinge war überwiegend nicht gut. Zudem die Willkür der SS, die hier teilweise wirklich gewütet hat und die Häftlinge so drangsalierten, dass einige auch über die imaginäre Grenze gingen. Was bedeutet, sie werden auf der Flucht erschossen. Ich habe vorhin von Gewächshaus 2 erzählt. Hier habe ich noch mal ein Bild. Gewächshaus 2, hier ist es teilweise beschattet und hier die Auflagen für die Frühbeete. Vor Glashaus 3, hier haben überwiegend polnische Priester gearbeitet. Ab 1940 wurden aus fast allen Konzentrationslagern die Geistlichen nach Dachau gebracht. Anfänglich wurden sie vom Arbeitseinsatz freigestellt. Ab 1941 wurde dieses Privileg nur noch Deutschen und Volksdeutschen gewährt. Im März 1942 wurden diese Vergünstigungen gestrichen.
Die Arbeit in den Konzentrationslagern wurde in verschiedene Stufen eingeteilt. Die Arbeit im Kräutergarten, pass auf, dass du da nicht... Also hier als Stolperfallen. Frühbeete, die Natur holte sich zurück. Die Arbeit im Kräutergarten galt als minder schwere Tätigkeit, das heißt Stufe 1. Zitat, für alle alten und bedingt arbeitsfähigen Häftlinge. Himmler ordnete im Jahr 1942 an, dass die Geistlichen aus den arisch klassifizierten Ländern in den Kräutergärten beschäftigt werden sollten. Die polnischen und litauischen Pfaffen sollten zu allen anderen Arbeiten herangezogen werden dürfen. Das führte dazu, dass besonders viele Priester in der Plantage waren. Viele von ihnen haben nach ihrer Befreiung ihre Erlebnisse aufgeschrieben und sind eine sehr wichtige Quelle für die Geschichte des Kräutergartens. Darf ich fragen, ob du später noch auf die Geschichte nach 1945 eingehst und auf die heutige Nutzung? Ja. Das habe ich noch so vor. Kannst du mal die Reifen raussuchen? Glashaus 5 und Glashaus 6 waren für den Gemüseanbau gedacht. Das ist das Große. Das zweite kleine Glashaus gibt es nicht mehr. Wenn ich... Wenn ich Ihnen das Bild zeige, dann ist gut zu erkennen, warum. Hier nebenan war lange ein Abfallwirtschaftsbetrieb und da ging schon mal etwas über die Grenze. Vorhin zu der Frage der Arbeitsbedingungen. Die Plantage konnte Himmel oder Hölle sein. Je nachdem, wo man eingesetzt wurde, im temperierten Gewächshaus, bei leichter Arbeit vor Witterung geschützt oder, wie es ein österreichischer Häftling Anselm Grant beschreibt, ich hatte die Aufgaben, Pflanzen in den südlichen Teil der Plantage zum Kapot zu bringen, was nur im Laufschritt durchgeführt werden durfte. Hinter mir fuhr ein Blockführer mit einem Prügel, mit dem er auf mich einschlug. Die Erde war locker vom vorhergegangenen Regen. Ich sank bis zu den Knöcheln ein. Nach einer Stunde brach ich ab. Ich brach zusammen. Ich hatte furchtbare Muskelschmerzen, die mich wahnsinnig machten. Als er immer noch auf mich einschlug, versuchte ich, mich in die weiche Erde einzugraben. Ich scharrte wie ein toller Hund ein Loch für meinen Kopf und glaubte, geschützt zu sein. Als der Blockführer sah, dass ich nicht mehr konnte, befahl er, mich mit einem Schubkarren zum Gerätehaus zu bringen. Und das ist wohl öfter vorgekommen,
mit einem Schubkarren nicht mehr arbeitsfähige oder tote Häftlinge zu transportieren. Und ein Dachauer Häftling hat es so festgehalten. Wenn hier vom Laufschritt die Rede ist, dann gehört das ebenso zu den Schikanen wie die Anordnung, dass es nicht erlaubt war, sich während der Arbeit aufzurichten. Das heißt, die Häftlinge mussten, während sie auf dem Acker bearbeiteten, entweder knien, sich runterbeugen oder auf einem Bein knien. Das gibt es auch noch mal als Bild. Das war die typische Arbeitshaltung. Auf diesen Gebäuden, die ihr seht, war auf dem linken eine Plattform, auf der man stehen konnte und auf der die SS stand und alles im Blick hatte. Denen es natürlich nicht verborgen blieb, wenn die Häftlinge ihre Arbeitshaltung änderten. So, jetzt stapfen wir mal zurück durch das kniehohe Gras. Ist ja wirklich schön. Und bevor wir dann diesen etwas verwunschenen Ort verlassen, möchte ich euch noch erzählen, pass auf, hier ist auch wieder, vor lauter gucken, wo sonst noch neben den Gewächshäusern und Frühbeeten gearbeitet wurde. Das ist eine Zeichnung des Häftlings Anselm Grant. Ich hatte gerade erzählt, dass es jemand gab, der versuchte, sich in die Erde einzugraben, um sich vor den Schikanen der SS zu schützen. Anselm Grant war Maler und er hat das hier gezeichnet. Es ist jetzt nicht maßstabsgenau und einige Sachen stimmen nicht ganz, aber es vermittelt euch einfach sehr schön hier diese Anlage der Plantage. Gewächshäuser, Frühbeete, das sind die Gebäude, das nicht mehr vorhandene Gerätehaus und hier, das ist die Freifläche oder Freiland 1, wie es hieß. Und später wurde es nochmal erweitert um Freiland 2, das hier anfing. Wenn Sie sich in Dachau auskennen. Wir hätten eine Frage. Ja. Wie erfolgreich war denn die pharmakologische Nutzung, beziehungsweise welche Heilkräuter wurden in erster Linie angebaut? Es wurde an Heilkräutern alles angebaut, was wächst. Die Heilkräuter waren von der Wirtschaftlichkeit her brachten nicht so viel Geld ein wie die Gewürze. Die Heilkräuter wurden überwiegend angepflanzt, um Forschungen zu betreiben, die Wirkstoffe unterschiedlicher Pflanzenarten mit unterschiedlicher Düngung auszuprobieren und ähnliches. Also, wenn Sie sich in Dachau auskennen, in etwa bis zum Burger King. Das müssen Sie sich vorstellen, bis zum Burger King ging die Freifläche 1.
1938 begann es mit 7,5 Hektar. 1939 wurde die Fläche erweitert. Es wurden noch weitere Flächen dazu gepachtet, sodass es insgesamt 50 Hektar zur Verfügung standen. Und im Frühjahr 1941 war man bei 57 Hektar, auf dem Gewürze und Kräuter angebaut wurden. Dann kamen noch mal 20 weitere dazu, sodass man 20 Hektar, der Bauer würde sagen, unterm Pflug hatten. Das gab es hier nicht, es gab keinen Pflug. Es gab die Hände und die Arbeitskraft der Häftlinge. Damit Sie sich in etwa vorstellen können, um welche Mengen es sich anbaumäßig hier handelte, es gab 30.000 Sträucher, die 1939 gepflanzt wurden. Davon waren alleine 22.000 Johannisbeersträucher. Man hat überwiegend die Beete mit diesen Johannisbeersträuchern eingepflanzt. Da ging es nicht so sehr um die Frucht, sondern in erster Linie um die Blätter für Tee. Es gab 106 Thymianpflanzen, genauso viel Basilikumpflanzen. Und dann gehen wir langsam wieder zurück. Aber nicht um unerwähnt zu lassen, 68.000 Pfefferminzpflanzen. Die Zahl der Arbeitskräfte schwankte, entsprechend der Jahreszeit. Trotzdem entwickelte die Plantage sich zu einer der größten Arbeitseinsätze des Hauptlagers. 1939 waren hier zwischen 200 und 300 Häftlingen beschäftigt. Im März 1940 zählt man bereits 450. Ab Mai 1940 waren es 1000 Menschen. 1943, 44 350 bis 1200 Arbeiter und im Juni 44 1600. Die Arbeitszeit lag bei täglich 10 Stunden. Wir haben eine Frage. Wurden die überlebenden Häftlinge entschädigt finanziell? Man hat es versucht. Viel zu spät. Der Versuch wurde gemacht. Das wird gleich noch ein Thema. Wie ging es 1945 mit der Plantage weiter? Die Häftlinge hatten Ideen. Die überlebenden Häftlinge hatten Ideen, die sie leider nicht so umsetzen konnten. Und das hätte ihnen dann auch eine größere Entschädigungssumme eingebracht. Der Schlüssel. Von der Anzahl der Häftlinge arbeiteten ungefähr 3/4 draußen im Gartenbau, knapp 10% im Gewächshaus, die übrigen in der Pfeffermühle, im Bienenhaus, im Lehr- und Forschungsinstitut. Neben den Kräutern hat man dann ab 1941 auch Gemüse angebaut.
Steckrüben, Möhren, Zwiebeln, Lauch und so weiter. In erster Linie zur Versorgung der SS-Wachmannschaften, aber sie wurden auch zum freien Verkauf angeboten. Ein österreichischer Priester schreibt dazu: Und der Hunger. Glücklich, wer eine Möhre oder Rübe auftreiben konnte. Selbst Rhabarber versuchten wir zu essen. Man durfte nicht gesehen werden, sonst gab es Meldung. Wie oft traf ich da einen Priester, der auf offenem Platz kniete, am steinigen Boden zur Beschönigung, zur Beschämung von allen. Er wurde ertappt, eine Möhre wurde bei ihm gefunden. Auch eine der beliebten Strafen: Häftlinge mussten knien, mit den auf dem Rücken zusammengelegten Händen. Eine weitere Frage? Eine Frage, ja, ob diese Produkte verkauft wurden. Aber ich glaube, da gehst du ja nachher drauf ein. Ja, die Produkte wurden verkauft, kommt gleich. Aber ich möchte vorher noch von den Gladiolen erzählen. Was hat es damit auf sich? Als Ziele dieser Forschungsstätte, und das wäre jetzt dieses große Gebäude, wurde formuliert: Wir widmen uns hier der Heilpflanzenforschung, der experimentellen Forschung. Wir beraten die DVA bei der Prüfung und Erprobung neuer Verfahren. Es gibt in diesem Forschungsinstitut Lehrgänge für Aus- und Fortbildung der SS-Angehörigen und Mitgliedern von Fachverbänden. Es soll die Zusammenarbeit mit der zweiten inneren Abteilung des Krankenhauses München-Schwabing unterstützt werden und die Erforschung der Heil- und Nahrungspflanzen der Kolonien. Da stockt man natürlich etwas. Das ist wohl eine Idee, die sie hatten nach dem Frankreich-Feldzug. Punkt 2, erinnern Sie sich, experimentelle Forschung, und dazu gehörten Gladiolen. Wenn Sie alte Dachauer fragen, die erzählen Ihnen von blühenden Feldern, von diesen Blumen hier Anfang Herbst. Das Bild eines Häftlings, der so eine Gladiole gezeichnet hat. Was sollen jetzt diese Gladiolen auf 5 Hektar? Es ist bekannt, dass durch unzureichende Ernährung Krankheiten entstehen. Zum Beispiel Vitamin C-Mangel kennt man aus der Seefahrt her, den Skorbut. 1933 gelang die erste Strukturaufklärung der Ascorbinsäure. Sofort reagierte die Pharmaindustrie La Roche mit der Produktion. 1934. Damit die Truppe ausreichend versorgt wird, errechnet die Wehrmacht für das Jahr 1939 einen Bedarf von 1,5 Tonnen Vitamin C pro Monat. An der Front wurden sie dann in der Form von Vitamin Drops verteilt. Später, zu Kriegsende 1944, bestellte die Heeresleitung 217 Tonnen Vitamin C. Man ging jetzt einfach davon aus, dass dieses synthetische Verfahren alleine nicht ausreichen kann, um diese Mengen herbeizuschaffen. Die SS organisierte über die DVA hier in Dachau ein Forschungsprojekt zur Gewinnung von Vitamin C aus Gladiolen. Das war jetzt auch nicht neu. Damit war die Industrie schon 1932 in Vorleistung gegangen. Die Firma Merck in Frankfurt besaß dazu ein bereits patentiertes Verfahren, auf das man aber nicht zurückgreifen wollte, beziehungsweise man war ehrgeizig, man wollte es verbessern. Die DVA plante eigene weitere Verfahren, um diese dann patentieren zu lassen, was allerdings nicht funktionierte.
ein Häftling hat darüber zu berichten. Der November war neblig und kalt, besonders am Morgen. Und die an der frischen Luft Arbeitenden waren schon 2 Stunden bis aufs Hemd durchnässt. Die Arbeit bestand darin, die Stängel der Gladiolen mit dem Messer abzustreifen, die von den Feldern zu festgelegten Plätzen bei den Gewächshäusern zu bringen und dort die Blätter von ihnen abzureißen, aus denen dann für die Produktion von Vitamin C benötigte Saft ausgepresst wurde. 1942 berichtet der Geschäftsführer Vogel, in Dachau gäbe es 9000 Knollen Gladiolen und ungefähr 600 Kilo Gladiolenbrut. Eine Frage? Wir haben 2 Fragen. Das eine ist, wo der Oswald Pohl seine Wohnung gehabt hat. Das zweite ist, die Brigitte fragt, ob es da auch anthroposophische Ansätze gab. Es gab anthroposophische Ansätze, vor allem bei der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, indem man die Erde nach anthroposophischen Gesetzmäßigkeiten bearbeitete und düngte. Oswald Pohl hat sich mit einer Wohnung nicht zufrieden gegeben. Er hatte eine in Berlin. Er hatte ein Gut, die Komturei in Mecklenburg, das übrigens auch zur DVA gehörte. Und auch mit DVA-Geldern umgebaut wurde. Nebenbei hatte in Birkenthin hatte Himmler seine Geliebte untergebracht, aber das führt jetzt zu weit. Und es gab eine weitere Wohnung von Oswald Pohl, die war hier in dem Labor und in dem Laborgebäude. Man kann sie jetzt noch nicht so richtig sehen. Wir gehen gleich um die Ecke und dann sieht man es auf jeden Fall in diesem Haus hier. Weitere Frage? Nein, im Moment nicht. Gut. Vielen Dank. Also 1940 hat man in Dachau 120 Kilo reines Vitamin C isoliert. Anfangs wurde der Sirup noch nach Frankfurt gebracht. Es war besonders wichtig, den zu kühlen, was hier nicht so möglich war. Das hat man dann aber verändert und ab 1942 waren alle Arbeitsschritte in Dachau möglich. Das heißt, die gesamte Wertschöpfung blieb dann hier. 1941 hat man die Produktion bereits verdoppelt auf 240 Kilo. Und am Ende 1944 waren es 2000 Kilo. Und jetzt gibt es ein Rezept für Sie. Hören Sie mal zu. Man nehme 3 Kilo Gladiolenpulver, 60 Gramm reines Kochsalz, 35 Kilogramm Thymian, Liebstöckel und andere Kräuter, 2 Kilo Rinderfett und das ergibt 100 Kilo eines wohlschmeckenden Vitamin C-Pulvers. Und das Ganze wurde als Aufgussgetränk an die Waffen-SS geliefert. Naja, also das war die Sache mit den Gladiolen. Vorhin war die Frage, wie war es mit den Kräutern, mit den Gewürzen? Dieses Gebäude, zumindest dieser Gebäudeteil, an dem wir jetzt schon entlang gelaufen sind, das ist die Pfeffermühle. Im Krieg ist die Beschaffung ausländischer Gewürze im großen Umfang nicht möglich. Die war auch schon vorher schwer zu beschaffen, da man Devisen brauchte. Die Deutsche Versuchsanstalt wurde im Januar 1939 gegründet. Das heißt, man hatte auch da schon den Krieg fest im Blick. Pfeffer steht in jedem Haushalt. Und um in Kriegszeiten der deutschen Hausfrau einen adäquaten Ersatz anbieten zu können, wurde man jetzt hier in der Deutschen Versuchsanstalt tätig. 1939 bereits erwarb sie eine Pfefferersatzrezeptur mit den verbundenen Rechten für die Vertreibung und zahlte dafür 50.000 Reichsmark. Entwickelt hat sie der Pharmazeut Theodor Reinhardt in Lorch in Zusammenarbeit mit Gustav Georg Wegener.
Dieser Ersatzpfeffer bestand aus Basilikum, Majoran, Polygonum, Thymian, Bohnenkraut, Dost und Paprika. Paprika war der Hauptbestandteil. Alle Kräuter sollten jetzt für dieses Ersatzpfeffergewürz in Dachau wachsen, was bis auf den Paprika auch sehr gut gelang. Die Paprikaproduktion wurde ausgelagert in ein günstigeres Klima. Die Samen kamen noch hier zur Aussaat und die Setzlinge wurden zum Anbau in ein weiteres Unternehmen an die Bergstraße und in Heppenheim gebracht. Da es sehr aufwendig war, den Gewürzpaprika wieder nach Dachau zu bringen, um hier weiter zu verarbeiten, pachtete die DVA im Odenwald eine eigene Trockengemüsefabrik. Das fertige Pulver wurde dann hier in der Mühle mit anderen Gewürzen vermischt. Also unter Gewürzmühle müssen Sie sich wirklich eine Apparatur vorstellen, in der die Gewürze gemahlen werden. Das war in diesem Bereich. Wenn Sie etwas weiter gucken zur nächsten Tür, da war dann die Verpackungs- und Abfüllanlage und daran schloss sich die Versandabteilung an. Wir gehen gleich ums Eck und dann sehen Sie noch die Beladestation und die Garage. Abgepackt wurde dieser Pfeffer in diese Tütchen. Prittelpacher Gewürz mit Pfeffergeschmack. Lassen Sie sich nicht irritieren, weil Sie Prittelbach lesen. Wir sind hier genau auf der Grenze zwischen Dachau und dem Ort Prittelbach. Und diese Gebäude stehen schon hinter der Prittelbacher Gemarkung. Und darum war das Prittelbacher Pfeffergewürz. Es gab auch weitere Mischungen für Braten, Fisch und Suppengewürze. Abnehmer waren der Großhandel, Drogisten, Werksküchen, Lazarette, Lebensmittelgeschäfte. Für die SS- und Polizeiformation war die Abnahme des deutschen Pfeffers verpflichtend. Die Produktion lag 1940 bei 6.000 Kilo und 1944 bei 156.000 Kilo. Jetzt verstehen Sie, warum die Gewürze Geld brachten. Das war eigentlich das Einzige, was hier in dieser Anlage rentabel war. Aber teilweise gab es auch sehr viel Misswirtschaft, sehr viel Unkenntnis, sodass gesamtwirtschaftlich gesehen die Dachauer Anlage nicht aus den roten Zahlen kam. Der Preis pro Kilo für das Pfeffergewürz war, die Waffen-SS hatte 21 Reichsmark zu zahlen, ein deutscher Großhändler 12 Reichsmark 80 und der Verbraucher 20. Weißt du noch etwas von Löwenzahnanbau für die Chemie? War eine Frage. Nein, von Löwenzahn weiß ich nicht. Aber ich weiß jetzt etwas von der Verkaufsstelle. Kommt mit. Wie konnte man jetzt die Erzeugnisse der Plantage erwerben? Der größte Teil ging über den normalen Versandhandel. Das heißt, wie heute, es gibt Kataloge, da konnte man aussuchen, da konnte man kaufen. Es gab aber auch eine eigene Verkaufsstelle, und vor der stehen wir jetzt. Allerdings ist das hier etwas umgebaut, aber eine Originalaufnahme zeigt es euch noch in den ursprünglichen Zusammenhängen. Das war dieses große mit den Gewächshäusern. Wo hast du dich versteckt? Hier. Hier sehen Sie nochmal die Anlage der Gewächshäuser, so rum. Und das ist die Verkaufsstelle. Es wurden angeboten, dass hier geerntete und verarbeitete Gemüse, zum Beispiel hat Rosemarie Faulner, Pohls Geliebte, 1944
um die Überlassung eines Eimers Sauerkrauts gebeten. Frau Himmler bestellte 10 Kilo Honig. Ich habe dazu mal den Lieferschein gesehen. Ja, also typisch Lieferschein, 10 Kilo Honig. Und dann war klein mit Bleistift drunter geschrieben, Rechnung? Hier wurden Blumen verkauft, auch Blumensträuße gab es. Wenn Dachauer Kommandanten hier in Dachau heirateten, das kam vor, kam der Brautstrauß von der Plantage. Teemischung, Gewürzmischung, ganze Sortimente für Gartenpflanzung, das ging aber eher über die Kataloge. Nur als Beispiel, es gab ein Sortiment S für den Siedlergarten mit großer Familie. Für circa 15 Quadratmeter bekam man 15 verschiedene Kräuterpflanzen und 3 Samensorten geliefert. Und dazu ein Kräuterbuch, dass die Hausfrau auch wusste, wie sie mit den Kräutern in der Küche wirtschaften kann. Das Besondere an diesem Häuschen ist, dass man hier Kontakt zur Bevölkerung hatte. Auch hier haben Priester gearbeitet. Und der Jesuitenpater Otto Pies hat dieses Häuschen mal das Türchen zum Leben genannt. Weil hier wurden nicht nur Gemüse gekauft, sondern auch Rucksäcke voll Lebensmittel hierher getragen. Es gab Menschen, die die Häftlinge unterstützt haben. Und hier war die Lücke, der Kontakt über die Verkaufsstelle. Zu diesen Unterstützern gehörte auch ein junges Mädchen. Sie war Kandidatin der armen Schulschwestern aus Freising und hat hier nicht nur Lebensmittel, sondern Messwein, Hostien, Medikamente gegen Typhus und Briefe übergeben. Genauso beförderte sie auch illegale Post zurück. Und dann gab es eine ganz besondere Aktion. Im Spätherbst 1944 war sie entscheidend darin involviert, dass es hier in Dachau zu einer Priesterweihe kommen konnte. Sie hat die erforderlichen Genehmigungen, Briefe, sakralen Gegenstände über die Verkaufsstelle ins Lager geschmuggelt. Sie ist selber zu Kardinal Faulhaber gegangen, hat die Briefe der Priester übergeben und ohne Imam Mack hätte es am dritten Advent in Dachau nicht heimlich eine Priesterweihe geben können. Es gibt auch noch ein Bild mit einem Schlitten, denn Imam Mack ist teilweise mit dem Fahrrad, mit dem Zug gekommen. Und eine Dachauer Künstlerin hat an dem Kloster, in das sie später eingetreten ist, diese Keramik gemacht, wo man sie sieht, voll beladen mit dem Schlitten im Winter an der Mauer des Dachauer Lagers. Es war eine Frage nach dem Bienenhaus. Ja. Ob du dazu noch was sagen kannst? Ja. Dann war eine Frage nach den Apfelsorten vom Pfarrer Eigner. Okay. Und ob der Kräutergarten was Einmaliges war oder ob man das auch von anderen Konzentrationslagern kennt. In dieser Form war der Kräutergarten was wirklich Dachau-Eigenes. Teilweise gab es kleinere Kräuteranpflanzungen in Auschwitz. In Buchenwald war es wohl geplant, ist nicht so weit gekommen. Ebenso in Ravensbrück, wobei in Ravensbrück die Ausrichtung mehr auf der Landwirtschaft lag. Aber da bin ich nicht so sicher. Also es gab es in Ansätzen schon, aber nicht in dieser umfassenden, gewaltigen Größe wie hier. Das war der zentrale Punkt. Dann war die Frage nach dem Bienenhaus.
Da bräuchte ich dann bitte noch mal den Plan, diese Häftlingszeichnung. Denn das Bienenhaus, ne, das ist noch mal hier der Plan, das Gerätehaus, das verschwunden ist, aber das hier, das ist das Bienenhaus. Und das Bienenhaus, das ist noch vorhanden. Und selbst die Dachauer sind manchmal bass erstaunt, wenn sie eigentlich hinter die Haselnusssträucher schauen, vielleicht wenn sie auf dem Weg zum Café Weißenbeck sehen und dann das erkennen. Das ist das Bienenhaus, das lange von der MAN genutzt wurde als Seminarraum, Seminargebäude. Und heute hat ja der Geschichtsverein zum Beispiel Dachau sein Zuhause. Diese bunten Dreiecke, das sind die Einflugslöcher, Schneisen gewesen für die Bienen. Die sind so intelligent, dass sie wirklich wissen, zu welchem Bienenkorb sie fliegen müssen. Und es ist für 100 Bienenvölker gewesen. Das war natürlich wichtig, dass man Bienen, da gibt es auch noch eine Innenansicht, dass man Bienen hat, wo so viel wächst und so viel blüht. Und gerade Gewürze, das ist ja was Tolles für Bienen. Genau. Und das ist jetzt eine heutige Innenansicht des Bienenhaus. Da haben Sie so in etwa eine Ahnung. So sah es zumindest aus, wenn man rausguckte. Zu den Apfelsorten von Pfarrer Aigner kann ich weniger sagen, weil der nicht hier im Kräutergarten seine Versuche gemacht hat, sondern im Lager selber. Aber einen Apfel, den K3, Konzentrationslager Apfel 3 sozusagen, der ist heute auch noch im Handel häufiger zu finden und für die richtigen Apfelliebhaber gibt es auch mehr. Aber ich kenne alleine 3 Leute, die diesen K3 in ihrem Garten stehen haben. Noch eine Frage. Ja, ob die Abnehmer der Produkte wussten über die Herkunft? Also, ich nehme an, sie wussten von... kannst du mir mal so eine Rechnung geben? Es war nicht ersichtlich. Zumindest von der Adresse her kam Konzentrationslager. Nee, das ist... danke. Danke. Hier seht ihr einen Lieferschein und das ist der Briefkopf. Ja? Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung, Werk Dachau. Wer jetzt nicht wusste, dass die Deutsche Versuchsanstalt ein SS-eigener Betrieb ist, und wer so dumm war und nicht wusste, dass die SS-eigenen Betriebe mit Häftlingsarbeit funktionieren, der wusste nichts. Aber aus dem Briefkopf und aus dem gesamten Schriftverkehr ist es nicht zu ersichtlich, nicht ersichtlich. Das muss man fairerweise auch sagen. Und jetzt gehen wir hier ums Eck. Oh, die Zeit läuft davon. Das ist die Garage. Die DVA besaß auch Autos, 1 bis 2 Lastwagen. Hier fuhr man rückwärts rein, hier wurde beladen und dann fuhr man mit dem Pfeffergewürz weiter. Und das sind die Kerngebäude der Anlage, das vorhin schon erwähnte Forschungsinstitut, das ist dieser Komplex, da sieht man die 3 Fenster der Polwohnung. Dieses Gebäude hier, das ist das sogenannte Verwaltungsgebäude. Und auf der anderen Seite, Sie erinnern sich, da habe ich schon darauf hingewiesen, hier war dann jetzt genau vor dem Trakt die Mühle, der Versand und so weiter. K3
kann ich noch mal das Bürobild haben, bitte? Und die Lieferscheine. Und im ersten Bereich war eine ganz normale Verwaltung. Es mussten natürlich Lieferscheine geschrieben werden. So sah es in dem Büro auf, wie jedes andere Büro auch. Ordner und Menschen an Schreibtischen. Hier ist irgendwann mal diese Überweisung aus Auschwitz angekommen. Das ist etwas besonders Delikates. Das ist nämlich an die fürstliche Turn- und Taxis-Wirtschaftsverwaltung. Und wenn Sie etwas genauer schauen, geht es hier um eine Mahnung. Der Betrag. Moment, Auto. Ist gewaltig. Es sind 9.193 Reichsmark und 40 Pfennig, die da angemahnt werden. Wenn man sich vorstellt, dass die Kaufkraft in etwa so war, dass eine Reichsmark heute mit 3,7 Euro bewertet wird, das war eine Summe. Danke. Die Degussa hat 4 Gewürzsortimente gekauft. Kannst du mal die Originale zeigen, bitte? Und auch der Reichsarbeitsdienst. Und nicht vorenthalten möchte ich euch dieses Schätzchen. Das sind nämlich die Originale. Die hat mir eine gute Freundin zur Verfügung gestellt. Ihr habt sie gerade in größer gesehen. Ach, das lasse ich jetzt drin. Und das ist die... Ah, verkehrt. Das ist die Überweisung von Auschwitz. Also auch das ist hier verwaltet worden. Dankeschön. Wir brauchen noch mal eben einen Blick zum Dach. Da sieht man noch mal sehr schön die Trockenböden. Die Pflanzen hingen in großen Körben und wurden so merkwürdig mit einer Föhnanlage, so würde ich das mal einfach beschreiben, getrocknet. Es war für die Häftlinge da oben eine Arbeitstemperatur von 60 Grad. Ja. Von Honigverkauf weiß ich nichts. Das Einzige, es gibt auch in der Literatur den Hinweis, dass der Honig eigentlich nur für die Familie Himmler war. Ich habe aber auch noch nie so einen Versand- oder Verkaufskatalog gesehen und weiß nicht, ob der Honig aufgeführt ist. 'Abschließend hier zum Forschungsinstitut, dass Sie noch wissen, was sich da außer der Wohnung von Pfohl befand. Hier gab es ein modernes Labor, ne? Hintergrund für die Vitamin-C-Geschichten, einen Hörsaal für Vorträge auf den Gebieten der Ernährung und so weiter, ein Ausstellungsraum mit Herbarium, wo viele antiquarische Fachbücher ausgestellt waren, eine große Bibliothek. Das Grundkapital dieser Bibliothek in Dachau, das war die Bücher aus Admont. In Admont in Österreich ist die größte Klosterbibliothek
Die haben die Nationalsozialisten geplündert und sämtliche botanische Werke hierher gebracht. Das war auch ein schöner Arbeitseinsatz für viele Priester, die diese lateinischen Wälzer übersetzen durften. Alle Bücher, die hier in Dachau waren, wurden mit einem Stempel der DVA versehen. Ich habe mich vor Jahren mal darum bemüht, so einen Stempel aus so einem Buch zu bekommen und habe mit der Bibliothek in Admont, also mit dem Bibliothekar, gesprochen. Und der war jetzt nicht ganz so kooperativ. Er meinte also, er oder sein Mitbruder hätte damals dreimal nach München fahren müssen. Die Uni und die Staatsbibliothek waren gar nicht so erbaut, die schönen Bücher wieder rauszurücken. Vielleicht rufe ich wegen des Stempels nochmal an. Aber auch das war hier. Es waren alle gängigen Fachzeitschriften abonniert und Himmler meinte dazu, wir müssen meines Erachtens nur dafür sorgen, dass dann im Frieden eine genügende Anzahl Leute in unser Institut eingestellt wird, dass wir auch wirklich in der Lage sind, diese Bibliothek auszunutzen und wissenschaftlich in jeder Form erschließen können. Vielleicht könntest du abschließend noch darauf eingehen, was nach 1945 passiert ist, beziehungsweise wie es heute genutzt wird und ob es Pläne gibt, das mehr zur Gedenkstätte. Die Fortsetzung nach 1945. Ab Juli 1945 unterstand die DVA oder das Gelände des Kräutergartens der amerikanischen Militärregierung, dann der Verwaltung des Bayerischen Landesamts für Vermögen. Es gab verschiedene Treuhänder, unter anderem auch den Dachau-Überlebenden Richard Tietze, der in der Dachauer Sektion des VVN war. Geplant war von Seiten der VVN, als organisationseigenes Wirtschaftsunternehmen die Plantage weiterzuführen und diese Gewinne den Überlebenden und Hinterbliebenen zukommen zu lassen. Kultusminister Hundhammer war strikt dagegen. Er wollte die Anlage dem pharmazeutischen Institut für Arzneimittellehre der Uni München übergeben, deren Gebäude im Krieg zerstört waren. Die Begründung war von 1945 bis 1948, hat der Nachfolgebetrieb der Plantage alleine 100.000 Euro Reichsmarkverlust eingefahren. Dem Präsidenten der VVN, Dr. Ludwig Schmidt, wirft er sogar vor, rein persönliches wirtschaftliches Interesse zu haben. Er hatte große Vorbehalte gegenüber den Häftlingen, die er hier alle für Kommunisten hielt, Kalte Krieg macht sich bemerkbar. Es gab erbitterte Kämpfe um diesen Ort. Philipp Auerbach, der Staatsminister für religiös-politisch und rassisch Verfolgte, hat sich eingesetzt und meinte, eine Anlage wie die Dachauer, die mit dem Blut unserer Kameraden gebaut wurde, verdient wohl in erster Linie als Wiedergutmachungsobjekt angesehen zu werden. Es hat alles nichts genützt. Das Ende vom Lied war, die Überlebenden bekamen das Freiland und das Herzstück, nämlich dieses Institut, das bekam die Uni. Und damit konnte man nicht mehr vernünftig wirtschaften. Und 1949 war vorbei, man musste Konkurs anmelden. Das müssen wir nur machen. Am 1. April 1949 wurde der Betrieb eingestellt. Dann waren hier unterschiedliche Ernährungsinstitute. Die Stadt Dachau hat zwischenzeitlich das Gelände erworben. Heute wohnen hier Menschen, die woanders nicht mehr unterkommen können. Es sind Sozialwohnungen der Stadt. Und der große Plan ist, dass man diese Gebäude so weit wie möglich und vor allem diese festen Gebäude an den Gewächshäusern für die Gedenkstätte nutzt, für wichtige Seminarräume, die man in der pädagogischen Arbeit händeringend sucht, für alles, was die Arbeit in der Gedenkstätte weiterbringt.
das wird überlegt, das ist geplant. Man ist an dem Thema dran, aber es ist noch ein weiter Weg. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Jahren, man hat den Kräutergarten jetzt im Blick. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, sage ich euch auf Wiedersehen.